Moin Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht jetzt gleich im Folgenden eine Aufgabe zum Thema Terme, genau, Terme war es. Und zwar haben wir da eine Addition von Termen und es kommt darauf an, ich habe jetzt da bestimmte Buchstaben dahinter stehen, nicht sowas wie 12xy² plus 7x mal x mal y oder irgend sowas. Und die Frage ist, wann kann ich das zusammenfassen und wann nicht? Und wenn ich weiß, ob ich es zusammenfassen kann, wie mache ich das? Seht euch das mal an. Ich hoffe, ihr seid nachher ein bisschen klüger als vorher. Viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So. Also, man kann ja Terme nur zusammenfassen, wenn die, ich sag jetzt mal so, die gleiche Buchstabenkombination hier haben. Ne? So. Wir haben hier ein Term, der multipliziert wird, also 12 mal a mal b mal c Quadrat, dann kommt ein Plus, dann kommt hier noch ein neuer Term, dann kommt ein Plus und dann kommt hier noch was dran. Und was wir brauchen, oder wenn wir was zusammenfassen können, müssen ja hier hinten diese Buchstabenkombinationen, die müssen überall passen. Jetzt sieht das aber überhaupt nicht so aus, als ob das passt. So. Was kann man da machen? Also wenn man jetzt entscheiden muss, passt das oder passt das nicht? Ist das dasselbe? Ist das hier, was hier steht, dasselbe, was da steht oder was hier steht? Worauf muss man da achten? Was kann man da tun? Also man muss sie auf jeden Fall zusammenfassen, weil sonst wird das ja nichts. Man muss auf jeden Fall die Malzeichen auch wegnehmen. Also so, genau. Wann kann ich den Malzeichen wegnehmen? Also wenn ich zum Beispiel 7 mal 4 habe. Wenn ich da das Malzeichen wegnehme, ist das 74. Wenn das zwischen Platzhaltern ist? Ja, genau. Also wenn ich Buchstaben habe, ne, Variablen, Buchstaben, Platzhalter, da kann ich das Mal weglassen. Das heißt also, wenn ich hier A mal C habe, ist das das gleiche wie AC. Was weiß ich noch gleichzeitig? Was kann ich auch verändern? Die Reihenfolge. Genau. Ja, wie könntest du das erklären? Wieso kann man die Reihenfolge verändern? Weil es ja nichts am Ergebnis ändert, wenn man C mal A oder A mal C rechnet. Ja, genau. Jetzt ist das aber natürlich bei Buchstaben nicht klar, weil bei uns ist ja so, wenn ich jetzt natürlich das habe, dann ist das ja nicht das gleiche wie sad. So, also sage ich mal so, die Reihenfolge der Buchstaben in einem Wort, die bedeuten natürlich schon eine Veränderung, aber was du hier meinst, oder beziehungsweise was du natürlich weißt, aber was ich nochmal anders hinschreiben würde, ist, Buchstaben sind ja Platzhalter für Zahlen. Und deshalb muss man sich das natürlich immer als Zahlenbeispiele vorstellen. Und 7 mal 4, das ist natürlich dasselbe wie 4 mal 7. Das heißt, da bei der Multiplikation kann ich die Reihenfolge entspannt vertauschen. Wo kann ich das noch machen? Also man kann auch die Reihenfolge da hinten. Also ja, ja, das stimmt, da kommen wir gleich zu. Aber bei welchem, beim Mal kann ich die Reihenfolge vertauschen? Und bei der Division? Na, 1 geteilt durch 2, ist das dasselbe wie 2 geteilt durch 1? Nee. Aber wo geht das noch bei? Bei der Addition? Genau, bei Plus einfach. Ne? 7 plus 4, 4 plus 7 ist dasselbe. Richtig, also du hast jetzt alles schon gesagt, was man braucht. Das heißt, ich kann Reihenfolge vertauschen und ich kann das Malzeichen weglassen. Das mache ich jetzt erstmal. Zunächst lasse ich jetzt hier erstmal das Malzeichen weg. Das heißt, ich habe A, C, B, C und hier habe ich dann 4, C, A, B, C. Also auch dieses Mal kann ich weglassen, obwohl das jetzt nicht zwischen zwei Variablen steht, aber sobald da eine Variable ist, ne, und eine Zahl, geht das. Bei zwei Zahlen allerdings nicht. So, und jetzt können wir die Reihenfolge vertauschen. Das mache ich jetzt auch einmal. Das heißt, ich sehe jetzt zu, dass das A am Anfang ist, dann das B und dann die Cs. Das muss man natürlich jetzt nicht so machen, so ausführlich. Aber ich mache es mal einmal. Und jetzt kann man natürlich C mal C zusammenfassen und C mal C ist? C hoch 2 oder C Quadrat. Richtig.
Also das war natürlich jetzt ausführlich, ja, was kann ich machen mit den ganzen Geschichten? Das kann man natürlich alles bum, bum, bum im Kopf auch schon machen. Aber wichtig ist einfach, dass man die Grundlagen trotzdem verstanden hat. Denn ohne diese einzelnen kleinen Grundlagen kann ich die ganze Sache nicht lösen, vor allen Dingen, wenn die Aufgaben komplizierter werden, ne? Und jetzt habe ich einfach 12 plus 6 sind 18, plus 4 sind 22, A, B, C, 3. Und